So, damit schon mal ein kleines Hallöchen. Gleich geht's los. Pokémon Mond. Kann ich schon mal aufklappen. Das passt nicht mit der Musik. Ich mach wieder zu. So. Ich würde mal sagen, ich lasse noch ein Lied hier durchlaufen. Und dann geht's einfach weiter mit dem Mond-Livestream. Ich muss, glaube ich, den Stream zur Nachkontrolle bei mir selber auf Pause machen, weil ich gerade am Hochladen bin, die Folgen für morgen, und da lädt der Stream nicht richtig. Da kann ich den Stream selber zur Kontrolle nicht richtig gucken. Wenn irgendwas nicht richtig funktionieren sollte, einfach mal Bescheid sagen. Einfach in den Chat schreiben. Da achte ich ja mal so ein bisschen nebenbei drauf. Weil den muss ich jetzt erstmal auf Pause machen. Das geht mir nicht auf den Sack, dass er immer wieder auf Twitch nachladen muss. So, dann mache ich jetzt mal hier die Musik aus. Hallöchen, Kilian! So. Der ist aufklappen. Warten, bis er der erstmal reagiert. Ist ja der. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Meine Fresse. Twitch, du bist super. Kannst nicht mal richtig nachladen. Nur weil man gerade was hochlädt. Pff. So. Will ich einfach mal sagen. Zur Begrüßung mache ich das einfach mal kurz. Da ist der wieder. Der schon wieder. Der ist anders angezogen. Er hat diesmal ein T-Shirt, das wird Kilian sehr gefallen. Ein T-Shirt mit der Tour-Talk-Entwicklung, Shiggy und so weiter. Yeah! Einfach mal kurz zeigen, so als kleines Hallo, willkommen im Stream. So, weg mit der Fresse. Und dann kann es weitergehen in unserem kleinen Mondschein-Abenteuer, auch wenn es hier gerade helllichter Tag ist. Weil, Zeitverschiebung. Haben wir das Ei schon geholt? Was haben wir überhaupt gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal vor einer Woche gemacht habe. Ich glaube, wir haben hier... Ja, wir haben die Kraftreserve gekriegt. Nö, hast... Nein, nein, lass mal. Und ich glaube, das Ei haben wir auf die Box geschmissen. Richtig? Richtig, da ist das Ei. Das Ei aus der Pension, aus dem irgendwann mal eine Evolution ausschlüpfen wird. Ach, ist das toll. Habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Quajutsu, das angetauschte Mahoho. Hier haben wir ihn. Tempomacher. Wir haben Pampuli mit Tempomacher. Nee, nicht so toll, nicht so toll. Wollte ich eigentlich... Ich hätte gerne das mit Zähigkeit, aber ist ja auch Wurst. Oh, Wommel ist so süß. Okay, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir können nach oben durchstarten. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach mal. Da wir das Ei haben und ich weiß, wir haben mit Miltank gequatscht, können wir unseren Weg fortsetzen. Und ich habe diesmal dran gedacht, den Shortcut hier zu nutzen. Stimmt! Müssen den noch umklatschen. Ganz vergessen. Geil. So, wegdrücken, draufhauen, weitergehen. So wie im echten Leben. Du siehst jemanden, haust ihm ein paar aufs Maul und gehst dann weiter deinen Weg. Ganz normal. Was steht da? Verworfene Frames, willst du mich verarschen? OBS. So, erstmal draufhauen mit unserem kleinen Wuffels, mit unserem kleinen Knöterköter. Ein Zubiris soll es sein. Steinwurf. Bäm. Voll auf den Kopf. Oh, mächtig. Ih, Nachtnebel. Mach doch sowas nicht, du Ekliger. Du Ekliger, Ekliger, du. Bist zum Glück nur ein 4, ein Vorhit-KO. Oh, komm, Scanner, ernsthaft. Zubiris schützt sich selbst. Das habe ich gemerkt. Komm, lass dich umklatschen. Wir wollen weiter. Wir müssen zu unserer ersten großen Prüfung. Worauf ich mich schon freue. Dass hier ja kein Lasslock ist, kann ich da einfach reinlatschen und hoffen, dass ich gewinne. Ja, komm. Ich dachte, jetzt kommt er mir mit Scanner angeschissen, weil das ja so eine tolle Idee ist, immer Scanner zu machen. Erstauner. Ich bin ja ganz erstaunt. Der Wahnsinn. Er bringt Wuffels gleich um. Oh, du bist so eine nervige Kotzkrücke, ey. Das kann doch nicht sein. Ah, ist das ein Nervbolzen. Dann wollen wir mal mit unserer kleinen
süßen Wommel, auch wenn unser kleines süßes Wommelchen ein R ist, ist ja auch egal. Wollen wir mit unserem süßen Wommel erstmal das kleine Klobiris erstmal dahin stoßen, wo es hingehört, nämlich ins Klo. Mann, kratz ab, ey. Flatsch! Warum nicht gleich so? Saftsack, du elender kleiner, saftiger Sack, du. Erledigt. Und kriegt Erfahrungspopel. Alle kriegen Erfahrungspopel und Kunst wurde besiegt. Ja, ja, du mich auch. Boah, ey, ist der Typ nervig. Hi, du. Aha, aha, sehr schön. Da kommen wir zur Prüfung. Hätte ich nicht erwartet. Sehr interessant. Bitte erzähl mir mehr. Okay, hier müssen wir wieder kämpfen. So. Wollen wir nach oben. Die beiden müssen ein bisschen trainieren. Ein bisschen Level nach. Deswegen lasse ich die beiden mal vorne. Die können jetzt im Doppelkampf erstmal zeigen, was sie drauf haben. Wir kommen. Trank zum Nachfüllen. Das reicht. Yeah. 2 KP, die schenke ich dir. Und auf ins Getümmel. Ihr kleinen Gören, ihr. 1 und 2, bla bla bla. Ich glaube, die freuen sich gleich, wenn sie verlieren. Kann das sein? Hachi. Oh, Hachi. Oh, Mann. Super. Ach, das waren die mit Vonaira und Fluffeluff. Fluffeluff ist eine Fee, das darf ich nicht vergessen. Da darf ich nie mit Unlicht draufhauen. Gut, dass ich Stahl- und Giftattacken im Repertoire habe. Ja, du kriegst einen Stein auf den Kopf. Ich könnte auch Wommel angreifen, aber ich bin nicht blöd. Und ein Silberhauch auf Vonaira. Ja, wird wahrscheinlich überleben, weil gute Spezialverteidigung. Aber Fluffeluff sollte auch überleben. Ja, toll. Heilung. Ernsthaft. Auf damit. Genau, hau den Steinhund. Immer auf den Steinhund, das ist aber ganz schlau. Komm, machen wir mal jetzt hier einmal so rum. Und einmal auf da. Silberhauch! Kleine flusige Hummel, Honig, Fliegengedöns, was weiß ich. Vonaira ist tot. Ja, sofort machen können, weil wie die Weiterentwicklungen ist die Verteidigung, die physische, nicht vorhanden. Yeah! Wommel erreicht aber 19. Ich freue mich. Und ja, Fluffuff kann ja eh nichts machen. Außer sich einigeln. Aber das bringt ja auch nichts. Ich werde dich trotzdem umklatschen. So! Nur ja, Steinwurf, draufhauen. Silberhauch, einfach draufhauen, ist jetzt eh down. Mögest du in Frieden ruhen unter der Erde. Gleich neben deiner Mutter. Keine Ahnung. Ja, es wird heute ein etwas kürzerer Stream, nicht so wie die letzten beiden Male, wo ich so einfach mal 5 Stunden am Stück gestreamt habe mit ein bisschen Pause. Ich mache, glaube ich, 2, 3 Stunden. Ein bisschen nur ein Spielen, weil ich habe nicht so viel Zeit heute. Ich muss morgen sehr früh raus und deswegen muss ich... okay. Der Stream ist mehr am Ufern als alles andere. Ach ey, ich hasse diesen Computer. Warte mal kurz. Boah, warum... Ah, ich hasse es. Es wird ein sehr kurzer Stream heute. Technik, die begeistert. Kommt das jetzt nur, weil ich am Hochladen bin gleichzeitig? Aber wenn ich mir die Zeiten angucke, kein Wunder. Ich kann es auch nicht abbrechen, so eine Kacke. Verworfene Frames, weißt du was, du kannst dich doch mal am Arsch lecken. Die CPU-Auslastung ist gar nicht mal so schlimm. Dann mache ich das folgendermaßen. Auf YouTube ist es egal. Ich werde den Stream einfach um 2 Stunden verschieben. Auf die Kacke habe ich keinen Bock, dass sich das so extrem auf das Stream auswirkt, dass ich jetzt hier hochlade. Das geht mir tierisch auf den Geist. Also werde ich jetzt einfach mal den Stream kurz pausieren. Es geht erst um 20 Uhr los. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und ja, wir sehen uns dann um 20 Uhr wieder. Dann wird erstmal richtig gestreamt. Aber auch nicht lange. 2 Stunden hat sich das. Das geht ja mal gar nicht, wenn sich das so auf den Upload auswirkt, so extrem. Das spricht für die Qualität von Multimedia. 100K-Leitung, hey, läuft. Und ja. Gibt einen kurzen Schnitt für die, die auf YouTube gucken. Und dann
kann es hier in 2 Stunden weitergehen. Also, bis gleich. So, gleich kann es weitergehen. Problem erkannt, Problem gebannt. Können wir mit dem Mondspielstand weitermachen? Freue ich mich ein bisschen. Sobald das Gedudel durch ist oder sobald wir 20 Uhr erreicht haben. Dann machen wir 20 Uhr. Ich bin bereit. Sollte eigentlich alles vernünftig laufen. Ohne dass es durchgehend buffert. Ich habe ja auch keine verworfenen Frames und so weiter mehr. Ist ganz gut. Dann können wir gleich weitermachen. Hallo Drago, wie geht's dir? So, und da ist das Gefühl jetzt gleich durch. Bam. Sauber. Hallo? Soll es ausgehen? Scheiß Player. Läuft wesentlich flüssiger jetzt. Das freut mich, Kilian. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Da, wo ich zwangsweise aufhören musste. Ja, ich sollte, wenn ich streamen möchte, nicht 3 Folgen auf einmal hochladen und streamen. Das ist ein bisschen dumm. Und ja, man lernt doch nie aus. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Dann... Die müssen wir noch kaputt schlagen, die kann mich angucken, also wenn die mich erblickt, dann greift sie mich sofort an, wie so eine tollwütige Bestie. Und deswegen gehe ich erstmal hier längs, sammle mal alles ein, was man hier noch so finden kann, wie zum Beispiel DTM. Mir geht's ganz gut. Und selber? Folterknecht, ach ja, ich werde dich knechten und dann foltern. Kannst du behalten. Ach, mir geht's ganz gut, mir noch ein bisschen gerädert von letzter Nacht, es war ein feuchtfröhliches Intermezzo. Mehr muss ich auch nicht sagen. Oh, Imantis. Habe ich das schon? Ich weiß nicht. Ich möchte es natürlich haben. Wenn ich es noch nicht habe, möchte ich es gerne fangen. Ich hab's noch nicht. Haben wir noch Flottbälle? Heil, Netz, Nest, Luxus, Timer, Flott. Komm, ich schenke dir meinen letzten Flottball. Noch kann ich die ja nicht kaufen. In diesem Spielstand hier. Bom, 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 bom. 3, 2, 1. Du bist jetzt meins. Yeah, läuft. Klasse, Imantis wurde gefangen. Da freue ich mich. Wuffels, yay, Level 18. Unser kleiner
zotteliger, kleiner, schnuffeliger Hund. Möchte Schnüffler, ja, aber das kann er vergessen. Das brauchen wir nicht. Ist ja nur ein Playthrough. Selben Schnüffler. Ja, wenn man die Wahl hat, dann würde ich es trotzdem nicht mitnehmen wollen. Yeah, Imantis. Ab in die Registrierkasse. Ja, was steht da, oder? So. Kian sucht immer noch die letzten Zellen von Zigarre. Ja. Das ist schon scheiße, ne? Hast du echt immer noch nicht gefunden? Das ist ja grausam. So, Imantis, die Grassichel. Dieses Pokémon duftet frisch und lieblich. Im hohen Gras, wo sich Imantis gern versteckt, halten sich oft auch viele Wommel auf. Oh, Wommel! Yeah, ich bin klein und putzig. Yeah! Das ist schon knuffig. Nein, du kriegst keinen Spitznamen. Und du kommst in die Box. Kein Spitzname in die Box, da gehörst du hin. Da verweilst du auch bis an dein seliges Ende. Ist hier irgendwas versteckt? Ich könnte auch einfach den Hund nehmen. Ja, genau, hier ist was. Ein Sternstück, hat sich gelohnt. Wir haben Geld gefunden. Warte mal. Ja, natürlich. Welches Pokémon ist so toll, kühn, dumm und schmeißt sich einem rasenden, ja, Taurus im Weg? Imantis natürlich. Ganz ehrlich, nein. Es kann ruhig was anderes kommen. Irgendetwas, was wir noch nicht haben, was ich dann fangen möchte. Weil dich möchte ich nicht haben. Dich habe ich ja schon. Dich habe ich gerade. Er will bestimmt seinen Freund retten, aber das kann er vergessen. Der ist auf der Box. Hier, komm, wir kloppen. Hallo? Siehst du, die dreht sich einfach hin und her und ignoriert uns. Schwanerei. Ja, ja, Züchterin. Dich klatschen wir jetzt an den Felsen. Dann brauchst du dich nicht mehr hin und her verrenken und kräuseln und krümmen. Manuela. Das ist die Finger von Emanuela. Bubungus. Der Pilz ist so cool. Der Pilz ist echt cool. Stimmt. Ich habe gerade im Chat gelesen, mein Wuffels kann sich ja nachts gar nicht entwickeln, weil ich abends streame und dann haben wir... Ja, ich stelle einfach mal die Zahl vom 3DS und das passt dann schon, ne? Es gibt immer eine Lösung. Wird halt mal gemogelt. Passt schon. Einfach die Zeit umstellen, dann sollte das hinhauen. Stimmt, wir spielen immer nur tagsüber. Also in-game ist immer alles nur tags. Ist ja voll scheiße. Erstmal den Pilz verkloppen. Bubungus, ich will den Pilz haben. Wo kann man ihn fangen? Bitte nicht spoilern, ich will es selber herausfinden. Aber ich will ihn haben. Es ist das erste Pilz-Pokémon, wo ich sage, das ist echt süß. Und ich bin nicht so der Pilz-Fan. Ich meine, Champignons, Kräuterseitlinge oder was weiß ich, Fußpilz, ist alles nicht so meins. Oder Scheidenpilz, keine Ahnung. Muss ich nicht haben. Nein, da wechsle ich nicht raus. Wuffeliges Wuffels muss noch ein bisschen leveln. Und da kommt Ledibar, genau, richtig. Hey, Ledibar. Bitteschön. Natürlich. Hey, Ledibar. Ich weiß, Kilian freut sich, dass du da bist, aber geh doch bitte sterben. Flatsch! Und es hat sogar überlebt. Das ist ja wow. Ernsthaft, du machst dann auf Screener? Was ist denn los, ey? Ja, komm. Reiß es in Stücke, Wuffels. Ja! Ist immer nur ein Ledibar. Kein Lidium. 151 Gen 1 Erfahrungspopel. Blubstrahl. Der Blubstrahl, der hier auch endlich mal aussieht wie ein Blubstrahl, wegen Strahl. Oh. War Blubstrahl schon immer Stärke 65? Wusste ich gar nicht. Oh. Züchterin wurde erledigt. Ja, ja. Verschwinde. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen, wegen letzten Sonntag, wo mir einfach mal der 3DS das Zeitliche gesegnet hat. Hi. Boah, so zu hocken geht ganz schön auf die Muskeln, Muskeln, Bro. Meine Beine fühlen sich ganz wabbelig an. Ich kann mich gar nicht vom Fleck rühren. Ah, du bist eben nicht Inselkönig Hala. Lass lieber die Finger vom Ringkampf, Bro. Ja, ganz genau. Nicht nur vom Ringkampf, auch von den Pilzen. Ihr Deppen. Sieht aus, als wenn die da am Kacken sind, ey. Die Blagen haben wir platt gehauen. Ach ja, man wird sofort reingeschmissen. Kapilz ist doch süß. Ne, Kapilz ist nicht süß, auch wenn er, wenn man Kapilz gut zu Fungi verarbeiten kann. Aber Kapilz haut wenigstens rein. Da machen wir nichts. Da ist er ja.
Nimmst du das überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Spaß haben. Das Recht, Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh, oh Mann, Don Marcy. Ich wollte jetzt Oh Marcy lesen, aber das ist, ja, falsche Reihenfolge. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Don Marcy? Ja, wieso? Nein, bin ich nicht. Wer will das wissen? Ja, das habe ich im Let's Play gemacht. Hi, Fipoki! Hallöchen! Na, alles klar bei dir? Ich weiß, was passiert, wenn ich... Wer will das wissen, wenn ich das mache? Nein, bin ich nicht. Da sagt er, du bist vorsichtig, das gefällt mir. Na, scheiß drauf. Du bist vorsichtig, das gefällt mir. Mein Name ist Gladio, mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lass mir das Gerede, jetzt wird gekämpft. Ja, komm mal her. Ich hab mal kurz die Fresse. Team Skull Gladio fordert dich heraus mit einer super geilen Pose. Ich finde den voll klasse. Ich finde ihn super sympathisch. Ich weiß nicht warum, ich mag ihn einfach. Gladio. Mit seinem Zubat! Ja, Zubat gegen Wuffels, da sollten wir eigentlich ein ziemlich akzeptables Matchup gefunden haben. Wir sind sogar fast, ja, wir sind schon halbwegs gut dabei. Hier, komm. Auf den Kopf. Flatsch! Und du überlebst es. Wow. Zubat, das Imba-Pokémon schlechthin. Dass mich einfach beißt, ey. Gut, dass es nicht Blutsauger kann. Blutsauger, ich will die verdammte TTM haben. Hast mich nie erwischt, ernsthaft? Okay, Fipoki, sonntags immer ab 18 Uhr im Idealfall. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Typ 0. Ja, wir wechseln raus. Sonntags wird jetzt immer Mond gestreamt. Mond macht richtig Laune. Auch Sonne macht richtig Spaß. Die Spiele sind echt geil. Also, Wahnsinn, wie gut die Spiele sind. Also, besser als ich es erwartet habe. Richtig cool. Hammergeil. Ich liebe diese Spiele. Hobby, du bist ja auch da. Willkommen im Stream. Oh, Typ 0. Komm mal her mit deinem 0. Du Nullchecker, du Nullkönner. Nichts können wäre besser, aber null halt, ne? Was habe ich eigentlich für ein Z-Kram drauf? Ah, okay. Ja, komm, machen wir mal, ne? Wir sind sogar als erstes dran. Ah, oh, geil. Aber mal los, Trompec. Entfalte die Macht, die in dir steckt. Mit den fulminanten Faustschlägen, auch wenn du nur Krallen und Flügel hast. Passt schon. Bam, 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 bam. Armes Typ 0. Typ 0 ist so ein komischer Name. Ja, das Battlefield ist echt cool. Jetzt überlebt? Wow! Du hast überlebt! Du hast mein Trompec überlebt! Schweinerei! Wie kannst du nur? Wieso tust du dir das selber an? So. Pflücke ich jetzt oder breche ich ihn durch? Ich breche seinen Willen. Komm, wir brechen seinen Willen. Mit dem Durchbruch. Yeah! So, erledigt. Kurz in Chat geguckt, ganz heimlich. Wenn ich mal... Ich kann dich nicht ausstehen! Ja, passt schon. Ich mag dich trotzdem. Nochmal dieses sehr effektiv getroffen. Das hätte ich besser wissen müssen. Das waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Bitte? Was nehme ich denn jetzt wie bitte? Starke Gegner? Dann machen wir das hier. Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hala nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nichts weiter als eine feige Ausflucht. Oh, du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich breche ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser, Alter.
Ja, da kommen die wieder, ey. Spacko und Spacoline. Ah, wer war jetzt nochmal wer? Ich glaube, das war jetzt sie, oder? War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich einfach und überlässt das hier uns Profis. Jo, Alter! Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Oh yeah. Wir sind den ganzen Weg bisher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück. Dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel schon so gut wie in der Tasche. Das glaubst du nur du, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte, ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Haus, mein Kind, wenn Kramux am Himmel sind. Ja, kenn ich. Kenn ich von früher, war ich noch ein kleiner Bub. Sperr mal die Lausche auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du das endlich kapiert? Alter. Wie die gehen, Alter. Diese Typen. Mega geil. Danke doch, Marci. Und dir auch, Wuffels. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ach, kein Ding. Und jetzt, wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Domasi, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Nicht nur die Ohren, mein Freund. Nicht nur die Ohren. Beleber, hey, hier darf ich es ja benutzen. Na, schauen wir mal. Richtiger Weg? Nee, ich wollte erst hier rein. Genau, stimmt. Ich wollte erst ein bisschen gucken. Ein bisschen looky-looky machen. Hi, du. Bla, 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 bla. Ja, laber mal ruhig. Nein, wir werden angegriffen. Oh. So. Oh, ein Pepek. Das habe ich ja noch gar nicht. Wow. Ein kleines Buffels. Tschüss. Das Gute ist, da kommen wir sowieso fliehen. Ist ja nicht gerade das schnellste Pokémon vor uns. Und ich muss mal kurz gucken. Mit unserem kleinen Schnuffelhund hier. Also mit der riesigen, mega fetten Töle. Alter, man kann nicht einen Schritt laufen, ey. Aber wir haben noch nicht alle Pokémon hier gefangen, ne? Geh mal stark von aus. Oh, Yorkneff, das ist noch nicht mal shiny wie im Let's Play. So, ach, das habe ich ja sogar noch gar nicht. Cool. Dann würde ich mal sagen... Kein Widerhall! Ernsthaft? Coole Augen. Gut, dass ich mit Widerhall angreife. Blablabla. Ah, guck mal, wie mächtig das einfach ist. Wuffel hat so einen unglaublich geilen Spezialangriff. Das ist der Wahnsinn. Flatsch! Okay. Okay, ja. Wuffel ist ja noch nicht so voll und so weiter. Weißt du Bescheid? Wir gehen einfach mal auf Wommel! Auf kleines, süßes, wommeliges Wommel! Ich freue mich, wenn es sich irgendwann entwickelt. Komm schon, wommeliges Ding, nur du bist so putzig. Und männlich. Wommel ist richtig süß, knuffig, putzig und männlich. Wie man sieht. So. Die alte Töle schmeiß ich. Der schmeiß ich einfach mal. Ja, komm, Pokéball. Ist nur ein Yorkneff, passt schon. Sollte reichen. So. Was? Ah, oh, okay, Body Shake, alles klar. Natürlich. Läuft. Nein, mach nicht sowas. Ach, ey, jetzt geht das los. Jawohl, es ist ein Poff. Ein Pokémon ohne Freunde. Geil, haben wir ein Glück. Hat ja eben fast geklappt. Hier, komm, jetzt ist es noch ein bisschen geschwächter. Bleibe er im Ball drin. So, 3, 2, 1. Und meins. Geht doch. Easy. Klasse. Yorkneff wurde gecatcht. Catch them all. Ich freue mich. Erfahrungspopel. Aha, aha, aha. Keiner steigt auf. Schade, aber beim nächsten Mal. Yorkneff kriegt einen Klassenbucheintrag. Sehr schön. Bam, 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 bam. Registriert. Ah ja, Fipoki, falls es dich interessiert und andere, die es nicht mitbekommen haben, aber nicht dabei waren, der erste Livestream vom 27. November, also heute vor 2 Wochen, der ist inzwischen auf YouTube zum Nachgucken in 1-Stunden-Parts aufgeteilt. Also falls man das hier mal nachgucken möchte, den ganzen Quatsch hier, auf YouTube verfügbar, kann man jetzt alles in Ruhe nachgucken.
So, Yorkleff, der Hund. Ich dachte, es ist eine Katze. Das Fell auf seinem Gesicht fungiert als Radar, mit dem es Gegner aufspürt. Ja, das Fell sah schon immer aus wie eine Maske. Möchtest du? Nein. Möchtest du? Nein. Auf die Box? Ja. Freilassen? Nein. Ja, Hobby, ich habe ein Shiny gefunden beim Offscreen-Trainieren. Das habe ich natürlich gefangen, weil ich ja gesagt habe, Shinies dürfen außerhalb der Regeln gefangen werden. Oh, ein Krabox greift uns an. Und das habe ich natürlich gefangen. Ich habe es jetzt auch irgendwann mal ein paar Folgen, nachdem ich es gefangen habe, endlich mal im Let's Play gezeigt. Habe ich die ganze Zeit vergessen, aber ich habe es. Ich bin sehr stolz drauf. Oh, ja, stimmt, ich sollte Rufus wohl hochhalten. Und hier habe ich echt noch keinen Krabox gefangen. Stimmt! Stimmt ja! Krabox habe ich gefangen, bevor mir der 3DS abgeschmiert ist und ich ja die ganze Zeit nicht gespeichert habe, ich Vollpfosten. Ganz vergessen! Haha, jetzt ergibt alles einen Sinn. Ja, bitte greife ich mit einer Kampfattacke an. Tu mir den Gefallen. Nee, Bublack. Jawohl, du bist dumm, bist du. Du bist ein richtiger Dumbo. Ach ja, nee, Bublack hat eine Kraftreserve. Was, Drache? Ich weiß es nicht. Boah, ich muss mal aufschreiben, welche Kraftreserve auf welchem Pokémon ist, weil wer merkt sich sowas schon, außer vor dem Competitive-Bereich? Hui. Du hast auch einen Shiny gefunden, Kilian? Nice. Mudron, 1, 2, 3, Hallöchen. Na, alles fit? So, hier, Krabox kriegt ein... Wo ist er? Hier, ein Netzball. Einfach, weil es farblich gut passt. Ein Glücksfang. Wie geil, ein Glücksfang. Boah, cool. Klasse, Krabox wurde mit einem Glücksfang gefangen. Oh, ich freue mich. Ich liebe Glücksfang. Oh, mega geil. Nebula 22. Freude. Tiefschlag. Oh, Tiefschlag. Scheiß auf Hypnose. Ja, du sollst angreifen. Du hast deinen Pokédex vollgekriegt? Geil. Hast jetzt den Schillerpin? Nice. Das möchte ich ja auch machen. Also wenn wir in Mond das Spiel komplett durch haben, also die Story, dann möchte ich im Livestream gerne den Pokédex vervollständigen, damit ich hier irgendwann den Schillerpin habe, weil dann wird hier gezüchtet. Oh yeah. Krabox, der Boxkampf. Ja, ich lese es nochmal vor. Es verliert oft seine Scheren im Kampf, aber sie wachsen schnell nach. Obwohl diese nur wenig Fleisch enthalten, gelten sie als Delikatesse, was immer noch sehr barbarisch ist, wie bei Fleckmon-Routen. Komm, hier kannst du mal eine Schere haben, ins Gesicht! Alles klar. Dann kriegst du keinen Spitznamen. Und mitnehmen möchte ich dich jetzt auch nicht. Na, das muss ja jetzt nicht sein. So. Und die Beere. Komm, noch mehr Beeren. Gib mir Beeren. Amarena-Beere, ja. Yeah. Na, verfressen wie ein Tier. Könnte auch ein bisschen schneller hier funktionieren. Nein, er will mich angreifen! Ja, komm, Taurus! Töte ihn! Was? Cool. Schillerpin, 5 Minuten und dann erstmal Shiny Carpador. Das ist nice. Geil. Freut mich für dich. Rotes Garados. Oh, ich liebe rote Garados. Mein Mega-Garados ist ja ein rotes. Boah, ich liebe es. So, ein Paras soll es sein. Paras. Ich weiß schon, wen ich da einsetzen möchte. Trompec, Walte deines Amtes. Ich muss mal Wuffels heilen oder von der Spitze nehmen. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich auf den Chat geguckt habe. Was hat er gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich töte ihn jetzt einfach. Verrecker! Paras, du bist cool, kleiner Zombie-Pilz. Oh, ernsthaft. Agrodos lässt grüßen, das stimmt. Trompec! Ich freue mich schon, wenn ich hier einen Garados irgendwann mal im Laufe der nächsten Stündchen habe. Ein Weberak. Oh nein, Hilfe, ein Weberak. Ich werde sterben. Oh, ich habe Angst. Weberak. Ach nee, lass mal. Komm, wir machen weiter mit Trompec. Auch wenn wir behindert sind, das kriegen wir schon auf die Reihe. Ich meine, es ist ein Weberer. Okay, komm. Einmal pflücken und... Wir sind trotz Paralyse immer noch schneller. Das ist schön. Und dabei ist Trompec nicht das schnellste Pokémon. Aber Weberer, okay.
Spinnen und so, ne? Wer mag Spinnen außerhalb von Pokémon schon? Also, so, ja. Okay. Schuh. Den hätten wir. Den hätten wir am Sack. Oh. Okay, das war Sackgasse. Ich dachte, ich kann hier so einen Rundreise machen. Alter, jetzt hänge ich an der Trulla fest? Ernsthaft? So. Bam, 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 bam. Hey, du brauchst mir kein rotes Garados geben. Muss nicht sein, muss nicht sein. Ist sehr lieb von dir, aber vielleicht begegnen wir einfach so einen Schein hier drin. Ist voll, ist wirklich lieb von dir und ich liebe Garados, besonders rotes Garados. Boah, mega geil. Eins meiner Lieblings-Pokémon, aber muss nicht sein. Vielen Dank dafür. Achso, du bestehst natürlich drauf. Tropical, echt 75 Init Base? So, oh, mehr als ich gedacht habe. Auf jeden Fall, rote Garados. Ich überleg's mir. Ist echt nett, aber wenn, dann würde ich dafür auch irgendwas Passendes zurückgeben wollen. So, regenerieren. Ja komm, wir haben so viel von dem Zeug, passt schon. Wuffels ist mir das immer wert. Es ist nämlich putzig. Regenerieren. Es ist ungewohnt, nicht in die Itemtasche zu gehen. Warum bleiben wir nicht in dieser Tasche? Ich verstehe es nicht. So, das reicht. Warte, du bist nicht so der Garados-Fan? Kilian, schäme dich. So, einmal die Pokepause. Einfach nur, damit ich dieses beschissene Item sparen kann. Hallo. Hey. Hallo. Da freut sich der kleine Hund, ne? Waren wir das letzte Mal hier? Ich weiß es nicht. Ach stimmt, das Pichu, stimmt. Du wolltest mir das Pichu rüber seppen. Wenn du gleich, wir können das ja gleich mal machen. Würde mich freuen. Einmal kurz gucken, wie mögen die uns eigentlich alle? Wuffels hat ein Herz, Wommel noch keins. Keins. Eins. Ist ein bisschen kaputt im Kopf. Zwei, hey. So. Ach ja, wechseln anklicken. Oh, warte, 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 warte. So, wir sparen das Item. Wir pflegen dich lieber mit der Hand. Aber viel mehr von. So, komm. Jetzt geht's wieder gut. Du hast einen Shiny Colossand. Alter. Shiny Colossand. Ich meine, schwarzer Sand. Das würde ich dann Seelensand wegen Minecraft nennen. Boah, das wäre geil. Colossand mit der goldenen Schaufel. Die goldene Schaufel. Warte mal. Wo ist es? Die goldene Schaufel. Ach ja, und ich weiß nicht, ob Kilian das vorhin gesehen hat, aber Kilian, für dich, ne? Hier, Wasser-Pokémon. Turtok, Shiggy und so weiter. Wollte ich mal kurz zeigen. Ich habe ja mehrere Pokémon-T-Shirts. So, ich bin wieder weg. Nur mal kurz random für zwischendurch. Und so, warte mal. Bams. Jetzt konzentriere ich mich mal wieder aufs Voranschreiten. Wenn jetzt wieder irgendwas kommt, was wir schon hatten, dann nimm ich gleich einen Schutz. Okay, jetzt kommt ein Schutz. Das reicht jetzt aber auch. So, das mit den zwei Herzen mit mehr Erfahrungsprobe, das weiß ich, Kilian. Das kriegen wir auch noch hin. Am besten wäre, wenn sie alle maximal Herzen haben. Jetzt wäre ich schon wieder ohne weitergelaufen. Warte mal kurz. Halt. Schutz! Bitte schütze mich! Mich und meine Pokémon! So, was haben wir hier? Ladestrahl. Stimmt. Was ja in meiner Blindlock niemand lernen kann, weil ich nicht die entsprechenden Pokémon dafür fange. Ich meine, diese Ein-Encounter-Sachen. Hey, niemand kann es lernen. Geiler Scheiß, Alter. Boah, so mag ich das. Niemand kann Ladestrahl. Yeah. Freude. Freude überkommt mich. Ja, haben wir jetzt auch hier alles umgeklatscht an den Trainer? Hallo ihr zwei Hoffnungen. Ich werde eure Hoffnungen im Keim ersticken. So, kommt mal her. Vor euch habe ich keine Angst. Die Trainerhoffnung Nicole und Typi habe ich nicht gelesen. Und wollen auch Small kriegen. Ach ja, das waren die beiden mit den beiden Vögelchen. Die, der weiße Afro und der Windelträger. Man merkt wieder, dass der 3DS bei Doppelkämpfen, der alte 3DS, hier in diesem Spiel langsam Probleme hat.
Alter, ist das ruckelig. Boah, das tut so weh. Das hauen wir mal auf den. Nein, ich greife nicht Wommel an. Lass mich in Ruhe. Und... mache ich das oder mache ich das? Ja, komm hier. Gehen wir mal erstmal auf Geronimatz, den kleinen Fratz. So. Okay, die halten viel aus, aber wir haben jetzt auch nicht die Mega... Nein! Nicht Wommel, du Arsch! Warum kannst du Flücker haben? Kritter ist nicht tot! Nein, Wommelchen! Mein Name ist kleines Wommelchen! Was? Versuche die jetzt einen Shiny zu catchen. Oh, das wäre voll lieb, danke! Oh, wie kann ich mich dafür revanchieren? Oh, hat er einfach... Der hat Wommel! Auf dem Gewissen! Pissei. Boah, dafür gibt es jetzt erstmal geistreiche Kloppe. Richtige Kloppe ins Gesicht, ey. Oh. Ja, wir beißen ihn kaputt. Nein, ich greife Nebulak nicht an. Ich bin doch nicht bekloppt. Die hatten auch Normaltyp, ne? Scheißdreck, ey. Hier, komm. Hier ist Skalik. Extra für dich. Konfus frei. Werde dumm. Ich bin dumm. Ich bin ein Wildträger und ich bin dumm. So. Beiß es kaputt. Reicht es aus? Jawohl. Jetzt muss nur noch der genervte, die genervte Dummheit greifen und es muss sich selber angreifen. Na? War ja klar. Lass Nebulak in Ruhe. Ob das ein, du hast doch nicht, du hast wohl doch nicht, du hast doch wohl den Arsch offen, ey. Biss, greif es an. Halt, warte mal. Wo haben wir's? Ist das hier? Hier ist Beleber. Ich möchte, dass Wommel Erfahrungspuppe kriegt. Wommel ist toll. B-b-b-b? Ah, Unnichtflug. Es ist hier auch schon. Es ist auch als Baby schon Unnichtflug. Das ist gut zu wissen. Bei Skalik war ich mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt, ob es den Typ wechselt oder nicht, aber okay. Warte mal. Wir benutzen Wuffels, um. Nebulak hochzuhallen. Und benutzt Nebulak, um Skalik eins reinzudrücken. So. Nimm das und voll auf die Fresse. Und während die hier alles durchläuft, guck ich mal kurz in den Chat. Also was Gutes rübergeben, kommt drauf an, was du als gut empfindest. Ich bin hier nicht sonderlich weit, also. Aber es muss auch nicht. Ich muss jetzt auch kein 100, Level 100 Pikachu sein. Wuffels wird benutzt? Was? Wuffels wird benutzt? Was? Hä? Hol was verpasst? Egal, wir machen jetzt erstmal die die Pappmame kaputt. So, erstmal kurz hier konzentrieren. Die Hoffnung ist doch ein bisschen nerviger, als ich dachte. Ich glaube, in meiner Blind Dog habe ich die leichter kaputt gekriegt, weil ich einfach. Super draufkloppen konnte. Passt schon. Sollte mich nicht extrem ablenken lassen. So, Wommel Level 20. Das hätte es jetzt nicht erreicht, wenn wir es hätten, ja, tot gelassen. Was für ein Reinfall. Ja, den seinen Namen weiß ich immer noch nicht. Ist mir aber auch egal. Sie sind nicht interessant genug, dass es sich lohnen würde, ihren Namen sich zu merken. Oh, guck mal, die, Deppen sind weg. Nice. Einmal kurz räuspern. Oh, was ist denn los, ey? So. Ja, oh nein, ich wollte den Schutz nochmal aktivieren, weil hier könnten mich ja wilde Pokémon angreifen. Bla 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 bla. Ein Tauscher zu Njorklöff. Ach, warum nicht? Komm, wir tauschen mal mit ihm. Bip, bip. Njorklöff können wir jederzeit neu fangen. Was will ich mir geben? Ein Frohball? Habe ich noch nicht, ne? Okay. Upsa. Okay. Ja, komm, machen wir einfach mal. Wir können uns jederzeit ein kläffiges York klauen. Aus dem hohen Gras. Spitze, dann lass uns tauschen. So, dann sehen wir mal. Haben wir schon mal gesehen? Ich glaube mit Kinian, oder? Tschüss, Yorklöff. Im Tron Legacy Style schicken wir dich auf große Reise. Der blaue gegen den grünen Renner.
Das ist voll cool. Yeah! Frubi! Frubi! Ein Vulpix? Vulpix wäre voll cool. Ein Alola-Vulpix etwa? Frubi wurde eingetragen. Geil. Kleines, fruchtiges Früchtchen, du. Registriert. Warum nicht tauschen? Frubal, das Obst. Die meisten Menschen finden den Schweiß von Frubal so, zu süß. Verdünnt man ihn aber mit Wasser, erhält man einen köstlichen Saft. Oh, guck mal, wie aggressiv es ist. Boah, voller Badass. Und? Warte, zu spät? Ja, Mann. Oh, mächtig. Ja, da hatten wir mal einen Yorkliff. Ja, voll süß und so, bla bla bla. entschuldige, hast du... Ja, komm. Ja, bla 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 bla. Barsch war fangen am Plätscherhügel. Naja, wenn ich eins finde, dann zeige ich es dir. Aha, ja, sehr gut. Was, man kann Wasser-Pokémon mit Pflanzen gut treffen? Nein, sag bloß, ich dachte nur mit Elektrizitätsstrom. Gehst jetzt Shiny handen, dann viel Vergnügen und vor allem viel Erfolg dabei. Ich glaube, Vergnügen kann man nicht wirklich sagen. Ich stelle mir das eher öde vor. Aber viel Erfolg dabei. Hoffentlich dauert es nicht so lange, weil das kann ja... Achso, Müll. Dankeschön, dass du mir deinen Müll schenkst. Weil Shiny handen kann ja schon mal ewig dauern. Ich habe schon so ein paar Ausschnitte aus anderen Streams von einem gewissen Knilz-Fan gesehen. So von wegen... warte mal. Flag... der dann so mehrere hundert Versuche gebraucht hat. Ist schon ziemlich mies. Aber auf jeden Fall viel Erfolg dabei. So, wir wollen Müll verkaufen. Alter, scheiß drauf. Attacke leer, habe ich Pech. Da haben wir so, oh, Wecker, Eisheiler, Feuerheiler, Kraftwurzel. Bitteres. Ah, nee, bittere Klamotten, die verkaufe ich. Bitter ist nicht gut. Bei Bitter hinterher spittern sie mich noch ins Gesicht. So, Sternstück. Ovalstein behalte ich, Superschutz, Goblin, Sitanerball, Angriffsmüll. Brauchen wir nicht. Zitor behalte ich, Minipilz! Honig kannst du auch haben. Seidenschal, Luxusball, Netz, bla 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 bla. Oh, Expertengurt. Das war doch der mit sehr effektiver. Okay, okay, okay. So, hat da irgendwas Tolles für uns? Aha, ja. Oh, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Mhm, mhm. Hinterher sind das die zwei Schutz. Mehrzahl von Schutz. Sind das die zwei Schutz, die uns fehlen? Wahrscheinlich einfach nur so. Ist auch egal. Was wollte ich denn jetzt? Genau, Items. Ich bin heute ein bisschen zerstreut. Ich weiß auch nicht warum. Expertengurt, den geben wir einfach mal. Was trägst du eigentlich gerade? Hackattack. Ja, komm, machen wir mal so. Dann die Flinkklaue geben wir einfach mal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sanftglocke, Hackattack, Flug. Trompek hat den Megakram. Okay, okay. Ah, passt schon. Das passt schon, das passt schon. Halt, da kommen wir raus. Da kommen wir her. Und jetzt gehen wir erstmal zur Prüfung. Yeah. Hallo, Tracy. So, hallo, mein Name ist Tracy. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Du siehst mir nach einem fähigen Trainer aus. Ich lese es... Oh, ja. Ich lese es jetzt nicht vor. Mache ich im Let's Play in meiner Blindlog. Da muss ich das jetzt hier nicht auch machen. Das dauert so viel, das kostet so viel Zeit. Ich möchte es einfach nur durchspielen. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Netzball. Mach hier zufällig Hundi. Okay, Hundi findet nichts. Okay, Hundi. Hundi hat zu viel Sand in der Nase. Es tut mir leid. So, dann zeig mal. Hast du zufällig einen Carpador? Was ich verkloppen darf. Nein, Kilian, ich vergesse nicht, das Siedewasser zu holen.
Im Let's Play habe ich es nicht gezeigt, aber hier werde ich es zeigen. Das ist das Tolle, wenn ich irgendwas offscreen mache und finde, dann kann ich es einfach im Stream zeigen. Weil der Stream meinen Aufnahmen von meiner Blindlog immer hinterherhängt. Sonst wäre es ja keine Blindlog. Nur ein Schmerbe soll es sein. Schreckst du vielleicht zurück? Komm schon, schreck zurück. Hey, läuft. Auf Kommando. Gegnerische Trainer-Pokémon hören auf mein Kommando. Das ist voll toll. Und ein Crit und Ash. Hey. Ich bin halt ein Meister, ne? Im Gegensatz zu Ash gehorchen mir sogar fremde Pokémon. Er hat ja sogar mit seinen eigenen teilweise Probleme. Was? Hat er nicht gesagt? Doch, hat er. Lono. Oh, Golini, Golini. Goldini. Goldini, Goldini. Goldini. Oh! Was? Alles gut. Hast du den Mampfax so gut? Nee, Mampfax habe ich mir nicht geholt, weil. Oh. Rippwuffels. Einen Angriff überleben wir noch. Mampfax habe ich mir nicht geholt, weil es hat, glaube ich, eine 4%ige Möglichkeit zu erscheinen. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Also Mampfax habe ich nicht. So, ich glaube, jetzt sollte ich doch mal auswechseln. Auf ein Marikek. Wieso hat er denn zwei Starter? Ich weiß es nicht. Weißt du es, Kian? Ich weiß es nicht. So, ja, Hex. Der Hex ist real. Aquavelle. Oh nein. Oh, Marikek. Oh, guck dir mal diesen Schaden an. Dann wurde es noch nicht mal verwirrt. Ah, oh, grausiges Schicksal. So, Goldini ist Geschichte. Jetzt haben wir lecker Fischstäbchen. Captain Eagle. So, Wuffels Erfahrungspunkte. Niemand steigt auf, aber Lono wurde erledigt. Wir haben ihn förmlich versenkt. So, dann kannst du jetzt weitergehen. Ich nehme mal, glaube ich, Wuffels von der Spitze runter. Ich glaube, Wuffels möchte hier jetzt nicht mehr großartig kämpfen. Packen wir einfach mal Bombe nach vorne. Relaxium Z, okay. Glauben wir das Event Mamfaxo. Event Mamfaxo? Was für ein Event, Mamfaxo? Kläret mich doch bitte auf. Ich weiß nichts vom Event, Mamfaxo. Ich habe mich ja null gespoilert über die Spiele. Ah ja, hier findet man einfach random was. Komm schon. Welches Pokémon? Danke. Das Event, Mamfaxo. Kein Plan. Oh, Yorklef. Das habe ich ja noch gar nicht. Also, nicht mehr. Toll, Yorklef. Wow. Ich bin hin und weg. Ich bin total hin und weg. Tschüss. Da ist er hin und weg. Shiny Wuffels. Boah, cool. Shiny Wuffels ist toll. Okay. Ja, ich drücke dich mal kurz weg, Tracy. Ja, da ist was ganz, ganz Tolles. Etwas ganz, ganz Mächtiges. Ja, jetzt kriegen wir erstmal unser Loch Ness-Monster. Lapras! So. Ich soll mal ins Geheimgeschenk gucken, das mache ich einfach mal hier mittendrin. Weißt du was, ich muss das umändern. Ich muss den Speicher, Quatsch, da haben. Es geht nicht anders. Boah, das geht ja mal überhaupt nicht, ey. So, ich speichere mal kurz. Dann machen wir folgendes. Ein Soft-Risat. Bam. Daumen auch speichern. Speichern, bevor man was macht. Okay, ich will das. Mann, fuck, so, das will ich haben. Geheimgeschehen. Geschenk empfangen. Per Internetempfang. Okay. Ich wollte gerade sagen, tut sich auch mal was, aber okay. Datenempfang bei 0 von 100. Okay, da gucken wir doch mal live im Stream, wie das hier ankommt. Es wird einmal ein Fax so mit Z-Kristall verteilt. Geil. Das werde ich mir dann auch auf Sonne runterziehen. Werde ich dann auch einfach mal in der nächsten Aufnahme machen. Yeah, geil. Einmal ein Fax so mit Relaxonium. Mit Ralek. Alter. Mit Relaxonium Z. Meine Fresse, das ist mein Name. Das ist Mamfaxo, ein Pokémon der Kategorie Nimmersatt. Entwickle es zu Relaxo und stelle sicher, dass es den Z-Kristall Relaxonium Z trägt, den du im Spiel erhältst, um seine Z-Attacke Schluss mit Lustig zu entfesseln. Yeah! Geil! Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich habe das voll vergessen.
Wenn ich es überhaupt mal gewusst habe, ich weiß es nicht. Jung. Hi, du. Plopp. Sind auch Luftlöcher drin? Danke, dass du Pokémon spielst. Hol dir dein Geschenk von unserem Lieferanten im Pokémon Center ab. Ja, geil. Haben wir das auch mal. Nice, ich danke euch. Das habe ich ganz vergessen, dass man sich das runterladen muss. Geil. Ist ja ein geschenktes Pokémon. Und geschenkte Pokémon darf ich auch in meiner Blindlock behalten. Also hole ich mir das auch da drin. So, ja, weitermachen. Mein Faxo-Schluss mit lustig ist OP. Ja, das glaube ich. Hat man mir auch gesagt, dass es war. Wurde auch, glaube ich, gesagt, dass es sehr stark sein soll. War ja nicht ein Trainer. Da ist ein Trainer. Hallo, Trainer. Bla, bla, bla. Ich dich auch, mein Freund. So. So, der Trainer, der Angler Jaden Yuki möchte gegen dich kämpfen. Alles klar. Gigastoß muss Redaxo können. Ah, na, gut zu wissen. Gigastoß. Der einzige Grund, warum Relaxo Gigastoß können sollte, für eine Z-Attacke. Das ist cool. 210er Attacke. Boah. Mächtig, mächtig. So, ja. Quapsel. Hier kommt Diebeskuss. Wir küssen ihn und klauen eben die geklauten, weggeklatschten KP wieder raus. Wow, dreimal. Mua! Ah, du süßes, quabbeliges Ding, du. Ich glaube, ich bin wieder voll, ne? Flapp. Sehr schön. Einfach nochmal, es wird mich bestimmt wieder angreifen. Oh, nein! Ach, Mann, Quapsel, du bist nervig. Oh, es läuft tief und fest. Danke dir. Boah, das finde ich echt nett von dir. Wahnsinn. Wie zuvorkommt. Pass auf, jetzt predigt ihr, dass sie rauswächst und macht nochmal Hypnose und trifft natürlich. Die treffen mit sowas ja immer wie Superschutz. Natürlich Superschutz, wie Superschall. Trifft natürlich auch fast immer. Außer das eine Mal. Im letzten Stream war das, glaube ich, da hat es ja nicht getroffen. So, das war ein Volltreffer. Wow, Alter, der hat uns was umgebracht. Übrigens, Arboretus hat 69 maximal KP. Eine schöne Zahl. So. Ja, Diskurs klaut 75% der KP. Deswegen, Alter, hör doch mal auf. Deswegen möchte ich unbedingt die Großwurzel haben. Macht's noch mehr Heilung. Voll geil. So, Quapsel wurde rasiert. Halleluja. Und wir können weitermachen. Blablabla, Erfahrungspopel, Jaden Yuki wurde besiegt, yay, freu dich.